Willkommen zurück zu Sebastian Loeb Rally Evo. Wir sind immer noch unter den ganz Großen und nun fahren wir mit dem Citroën Xara das zweite Event von insgesamt dreien und wir haben ein... Auf Wiedersehen in Sanremo. Ich dachte, es hieße ein Wiedersehen. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch von der Strecke mal mit einem Sieg vielleicht. ...2003 trat er in der letzten Rallye Sanremo an, die Teil der Weltmeisterschaft war. Wieder sicherte Loeb sich den Sieg. Ja, der hat schon extrem viele Siege geholt. Ich glaube, 9 Titel hat er insgesamt bekommen, Loeb. Ich muss auch sagen, während der Interviews, da ist Loeb auch extrem sympathisch. Also ein super bodenständiger Typ. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool, wenn jemand so geerdet ist. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch andere Typen, Leute, die, ob sie jetzt Champion sind oder nicht, aber wenn sie in hohe Rennklassen kommen oder gute Sportler sind allgemein oder was auch immer, dann werden sie ganz schön schnell mal arrogant. Bei ihm ist das nicht der Fall. 3, 2, 1, go! 90, links 5 und rechts 5 minus. Und rechts 6 schärfer, in links 6 und rechts 4, in links 4 schärfer. Rechts 6, in links 6 lang 140. Rechts 6 plus, links 5, 90. Rechts 4 minus 60, links 4 plus und rechts 6, 40. Rechts 6, 50. Rechts 6 minus 50, schneiden in rechts 6 plus 180. Links 4 plus, 50. Rechts 6 und links 5 minus 50. Links 4 in rechts 4 minus 60. Rechts 3, 90. Links 6 in rechts 6 und links 6 und rechts 6. Links 4 minus 50. Rechts 6 und links 6, 90. Rechts 6 scharfer in links 3 lang. Rechts 4 und rechts 5 in links 4 scharfer lang. Rechts 4 minus 60. Rechts 5 plus in links 3 60. Rechts 5 plus 70. Rechts 3 60. Links 4 minus lang und rechts 6 50. Nein, ein bisschen zu weit rausgekommen. Okay, ich würde sagen, hier an der Stelle, na gut. Also wir könnten entweder uns zurücksetzen lassen oder wir nutzen einfach das Rewind-Feature. Ja, denn da bleibt man kurz mal hängen. Das ist natürlich ein bisschen blöd für einen, aber dafür gibt es das ja. Links 5 lang und rechts 4 öffnet sich 100. Würden wir wieder zurückgesetzt werden, würde ich es nicht nutzen, aber von da links 6 und rechts 6 scharfer lang. Dann würden wir wahrscheinlich eine gefühlte halbe Minute erstmal warten müssen und Vollgas links geben müssen. Links 6 plus 150. Links 4 80. Rechts 5 und links 6 und rechts 3. Links 3 öffnet sich in rechts 4 70. Links 4 und rechts 6 und links 6. Links 4 minus und rechts 6 lang. Links 6 100. Rechts 6 und links 4 und rechts 3. Links 6 und rechts 4 minus. Links 6 in rechts 6. Links
5 und links 3, 100. Rechts 6 lang 40. Links 4 minus 120. Rechts 6 schärfer 3 und links 6, 4. So, damit haben wir in jedem Abschnitt, glaube ich, die Bestzeit hingelegt. So, das Rewind-Feature hat uns hier geholfen. Da ich die Etappen nicht kenne, werde ich einfach mal Gebrauch davon machen. Ansonsten, ja, müssten wir die Etappen mal häufiger versuchen. Und da können wir uns auch die Zeit sparen. Und gerade mal kurz zurückspulen. Wir wollen ja wissen, wie es mit Loeb weitergeht. Und ich möchte auch weitere Anekdoten von ihm hören. So, und als nächstes sind wir nicht mehr in Sanremo unterwegs, sondern jetzt dürfen wir keine Risiken eingehen. Wir erinnern uns letztes Mal, ja, da hieß es, hol den Konstrukteurstitel mit und, hier, sehe ich's, geh keine Risiken ein und unsere Aufgabe beschreibt das genaue Gegenteil. Wir sollen nämlich alles geben, was wir können und die Teambefehle ignorieren und uns somit dann, ja, durchsetzen als Weltmeister und nicht nur den Konstrukteurstitel holen. Ja, ich weiß immer noch nicht, was würde ich an dieser Stelle machen, an seiner Stelle. Es ist halt schwierig, ne? Zum einen, das Team möchte natürlich die Konstrukteursmeisterschaft. Wenn du dich widersetzt, dann bist du natürlich aus Teamsicht nicht so der Teamplayer. Und andere Teams werden das auch im Hinterkopf behalten. Auch wenn du dann der beste Fahrer der Welt sein möchtest. Vielleicht überlegen die sich das dann zweimal, ob sie jemanden reinholen wollen ans Steuer, der dann sich nicht dem Team unterordnet. Denn eigentlich ist Motorsport ja Teamsport. Formel 1, Rallye und so weiter und so fort ist alles aus Teamsicht zu bewerten. Okay, los geht's. 3, 2, 1, go. 210. Rechts 6 über Hügel 50. Rechts 6 und links 5 plus 60. Links 6 plus in rechts 6 in links 6 plus 110. Rechts 6 minus und links 6 plus. Rechts 6 plus in links 6. Rechts 6 scharfer in links 4 plus 80. Rechts 5 plus 50. Rechts 6 lang, scharfer 60. Links 5 lang, scharfer und rechts 4 verengt. Rechts 3 plus und links 6, 50. Rechts 4 und links 4 plus. Links 2 und rechts 2 minus 230. Links 6, 220. Achtung, links 6 über Hügel in rechts 3. Links 4 in rechts 4 in links 3 minus. Rechts 3 schärfer in links 6 verengt. Rechts 6 schärfer und links 3 plus und Kuppe 50. Links 3 plus 70. Rechts 4 sehr lang 90. Links 4 in rechts 6 350. Links 4 sehr, sehr lang, scharfer 280. Rechts 6 160.
6 plus und rechts 6 plus über Kuppe. Rechts 6 plus 130. Rechts 6 minus und links 5. Links 4 und rechts 6 40. Links 3 und rechts 3 plus. Rechts 6 und links 6 plus und rechts 5 50. Achtung, rechts 6 plus in Haarnadel links 80. Rechts 6 und rechts 3 plus. Links 6 plus und rechts 6 über Kuppe. Rechts 4 in links 6 und rechts 3 plus 50. Rechts 5, scharfer Lang 60. Achtung, links 2, 70. Rechts 6 über Hügel 90. Rechts 4 scharfer und rechts 5 scharfer 3 in links 2 100. Links 6 scharfer Lang 60. Links 5 minus über Kuppe in rechts 6 80. Oh, oh. Moment. Da habe ich ganz kurz eine Anweisung, glaube ich, missachtet. Und auch nicht auf den Bildschirm geschaut. Ich war gerade von meinem, ja, nebenher laufenden PC-Monitor kurz abgelenkt. Ich würde sagen, ganz kurz nochmal ein Rewind genutzt. Aber die KI holt hier schon gut auf. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Schwer reinzukommen direkt wieder. Rechts 5 minus 70. Rechts 5 plus und Hügel in links 4. Rechts 6 plus und über Kuppe in rechts 5. Rechts 4 in links 3, 40. Links 3 lang scharfer in Haarnadel rechts. Rechts 4 lang in links 6, 60. Rechts 5 und rechts 4, 120. Links 3 plus über Kuppe, 60. Links 4, 50. Rechts 6, 90. Rechts 6 über Kuppe und links 6, 40. Links 4 minus 40. Rechts 6 und links 5. Boah. Rechts 6 lang, scharfer 3 in links 6 plus 70. Jetzt sind wir in einem schon recht unübersichtlichen Teil der Strecke. Links 3 und links 3 minus. Rechts 6, scharfer 4 in links 4 plus 50. Rechts 6 und links 4 minus 50. Rechts 6, 60. Links 6 plus und rechts 5 scharfer in links 3 minus und rechts 4, 70. Rechts 6 plus über Hügel und Kuppe 80. Rechts 6 über Hügel 40. Links 6 plus 40. Rechts 6 scharfer 4, 50. Rechts 4 minus 60. Links 6, 80. Links 5 minus 50. Rechts 4 minus in links 6. Rechts 6 in links 6 plus 60. Rechts 4 scharfer in links 3 lang Ziel. Puh, Mann, war das eine Etappe, ey. Die ist über 10 Kilometer lang gewesen, habe ich am Ende nochmal gesehen. Und wir haben das Event abgeschlossen. Meine Güte, 10 Kilometer Wales, dass ich das überstehe, hätte ich nicht gedacht.
Mann, also zwischendurch hat man auch gemerkt, kurz ist hin und wieder die Konzentration flöten gegangen. Ich muss auch sagen, manchmal kommen mir die Ansagen immer noch einen Ticken zu spät, da man da schon fast in der Kurve ist. Ja, und das wäre so eine Schraube, an der ich nochmal drehen würde für einen Nachfolger. Definitiv. Und ja, auch so ein bisschen, dass man die Unebenheiten besser spürt. Denn das ist so eine Sache, die habe ich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angesprochen. Dirt Rally gibt einem schon spürbar besseres Feedback. Und wir haben den Citroën Xara gewonnen von Sebastian Löb. Cool, sehr cool. Möchtest du diesen Wagen verwenden? Ja, können wir doch direkt mal ausrüsten. Und dann würde ich sagen, springen wir zu den Weltmeisterjahren. Ja, das Spiel gibt einem manchmal ein bisschen zu wenig Feedback, wenn ihr mich fragt. Also, das Auto fliegt sich so an, passt auch schon fast. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde es über die Strecke fliegen. Und das ist natürlich so eine Sache, ja, da kriegst du kein passendes Feedback zurück. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal hier den Einspieler zu den Jahren 2004 bis 2006 an. Vor der Saison 2004, nach dem, was 2003 geschehen war, hatte ich eine eher aggressive Einstellung. Ich sagte mir, dass ich keinen einzigen Punkt abgeben durfte. Wir hatten die Weltmeisterschaft um einen Punkt verpasst. Das durfte nicht noch einmal passieren. Ich fuhr die Meisterschaft aggressiv und wir fanden uns recht schnell an der Spitze wieder. Wir hatten auf Korsika die Chance, uns den Titel zu sichern. Wenn man die Rallye-Weltmeisterschaft zum ersten Mal im Leben gewinnt, dann ist das wirklich ein Traum, der wahr wird. Es ist ein unglaublicher Moment. Ich erinnere mich an das Ende der ersten Wertungsprüfung, wo meine Leute mit Champagner warteten. Meine Familie und Freunde standen an der Ziellinie, um uns anzufeuern und zu feiern. Es war ein unglaublicher Moment. Die Arbeit mit Citroën war für mich immer ein Vergnügen. Wir haben alles zusammen aufgebaut, da wir die Weltmeisterschaft zusammen erreicht hatten. Wir erklommen die Fahrerwertung zusammen und ich glaube, dass ich 90% der Siege einfuhr. Wir haben uns gegenseitig gut ergänzt und in der Lage zu sein, meine Karriere mit Citroën, einem französischen Hersteller, aufzubauen, war spitze. Ich denke, dass ich 2005 mit weniger Druck startete als 2004. Ich hatte meinen Titel, ich war Weltmeister. Alles andere war Bonus. Wir wollten uns nun an den Feinschliff machen. Es fiel etwas Druck von mir ab und ich denke, dass mich das am Ende noch stärker gemacht hat. 2005 war ein Jahr, in dem wir wirklich dominierten, in dem wir intensiv kämpften. Wir hatten einen sehr guten Wagen. Ich fühlte mich darin hervorragend, ganz oben. Es war uns wirklich gelungen, uns von den anderen abzuheben. Ich denke, dass wir während dieser Saison auch einen Vorteil gegenüber Pirelli-Reifen hatten. Mein damaliger Hauptkonkurrent Markus Grönholm fuhr mit Pirelli. Es war also unkomplizierter für mich als in den vorherigen Jahren. Ende 2005 kündigte Citroën an, dass sie offiziell nicht an der Weltmeisterschaft 2006 teilnehmen würden. Ich schaute mich also zwangsweise nach einem anderen Hersteller um. Was soll ich tun? Wie sieht die Zukunft aus? Guy Fréclin, der damalige Direktor von Citroën Sport, wollte mich nicht so einfach gehen lassen, weil er Citroën davon überzeugen wollte, auch im folgenden Jahr anzutreten. Er fand eine Lösung. Ich wurde als bezahlter Fahrer gehalten. Der eingesetzte Wagen stammte jedoch von einem privaten Team, Kronos aus Belgien. Kronos leistete herausragende Arbeit. Wir gewannen die Meisterschaft zusammen. Ich habe auch großartige Erinnerungen an dieses Jahr. Es war ein Jahr der Entdeckungen. Ein neues Team, ein neuer Wagen. Das war das einzige Jahr, in dem der Wagen blau war. Ich hatte viel Spaß mit einigen großartigen Menschen. »2006 befanden wir uns mit Kronos noch immer an der Spitze unseres Leistungsniveaus.
mit Ausnahme der 4 Rallyes vor Saisonende, als ich einen kleinen Fahrradunfall hatte, der eigentlich ein Motorradunfall war. Ich brach mir den Oberarm und konnte nicht an den letzten Rallyes der Saison teilnehmen. Die Reha war alles andere als lustig. Damals bekam man für jeden Sieg 10 Punkte. Als ich mir den Arm brach, standen noch 4 Rennen aus und ich hatte einen Vorsprung von 36 Punkten. Wenn Grönholm also alle 4 Rennen gewinnen würde, wäre er Weltmeister. Grönholm kam auf einer Strecke aber von der Straße ab. Es war schon komisch. Man klingelte mich zu Hause aus dem Bett und erzählte mir, dass ich Weltmeister sei. Das war ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Aber auch ein großartiger Moment. Ja, ich finde es sehr lustig. Kriegt man zu Hause einen Anruf und ja, ich frage mich, ob er die Rallye nicht doch verfolgt hat. Wenn er das, also es scheint so, als ob er nichts davon gewusst hätte, bis man ihn angerufen hat. Ja, und das ist schon ziemlich lustig, kann ich mir vorstellen, wenn du so einen Anruf bekommst, ey, du bist Rallye-Weltmeister. Und er hat halt um einen Punkt die WM in diesem Jahr gewonnen. Ich schaue nebenbei immer wieder mit dem Telefon nach im Internet, was da Sache war. Er hat mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Und auch sonst waren die Rallyes tatsächlich knapper als gedacht. Also der hat immer einen super Job geleistet, aber so weit weg war Loeb tatsächlich nie. Ich hätte gedacht, okay, die WMs sprechen eine klare Sprache. Loeb hat jedes Jahr dominiert, aber er war jedes Jahr der Schnellste, aber nie so dominant wie 2014, 15 beispielsweise Mercedes in der Formel 1. Jetzt sind wir im Schweden, im schönen Schweden, wollte ich sagen. Und ja, das ist, glaube ich, die erste Fahrt jetzt auf richtigem Schnee. 3, 2, 1, go. 140. Achtung, links 2 und rechts 6, 50. Na, schon wieder die Bremse. Links 5, scharfer 40. Rechts 6 lang, in links 6. Ich muss sagen, das Auto ist extrem rutschig auf der Strecke. Links 6 lang und Hügel 80. Ist jetzt das erste Mal auf richtigem Schnee. Links 6 über Kuppe, rechts 6 öffnet sich 140. Fühlt sich extrem gewöhnungsbedürftig an. Links 4, 60. Rechts 5, minus 160. Rechts 6, schärfer 60. Links 4 über Hügel und rechts 4 plus 200. Achtung, rechts 3 minus, schärfer über Kuppe und links 2 öffnet sich 100. Rechts 4, links 5 öffnet sich 50. Links 6 plus und Hügel 50. Links 3, 50. Rechts 6 über Hügel und links 6 lang 90. Rechts 6 lang, schärfer 4 und links 5, 100. Rechts 5, sehr, sehr lang. Hügel und links 6, 50. Rechts 5, 60. Links 6 plus lang, 60. Links 4 minus lang. Und Achtung, rechts 2 in links 3 plus und rechts 3. Und links 2 plus und rechts 6 plus 130.
Rechts 5 minus über Kuppe, 40. Achtung, rechts 6 in links 5 und rechts 4 scharfer. Und links 5 lang scharfer und rechts 5. Und rechts 4 minus und links 4 lang 60. Rechts 3 und links 4. Und rechts 6 lang. Und oh Achtung, nein. Links 3 minus schneiden, in rechts 4 lang öffnet sich, in links 5 40. Also zum einen muss man extrem feinfühlig mit dem Auto umgehen. Zum anderen muss man manchmal das Auto gut in der Mitte halten. Das ist so ein links 2 lang 60. Bisschen ambivalent. Also sowohl das zu viel einlenken, als auch das zu wenig einlenken. Rechts 2, 250 über Hügel. Rechts 5 plus öffnet sich, 340. Rechts 4 plus 200. Links 6 und rechts 4 plus 40. Oh nein. Ja, Moment, dann nutze ich nochmal die Rückspulfunktion. Moment. Ah doch, jetzt geht sie. Gerade eben ging sie nicht. Okay, ja. Ich finde, ich weiß nicht, wie es beim Zuschauen geht. Ich finde im Schnee die Strecke echt unübersichtlich. Ich muss mal an den Kontrastwerten meines Fernsehers definitiv was machen. Achtung, links 6 lang, schärfer 3. Rechts 6 und links 5 und rechts 6 minus über Hügel. Ziel. So, haben wir das hinbekommen? Oder hat uns dann am Ende noch ein Ticken Zeit gefehlt? Das Event ist abgeschlossen. Jawohl, ja, das war das erste Mal im Schnee. Das hat sich schon sehr komisch angefühlt. Ihr habt es auch gesehen. Es fiel mir nicht so leicht, da jetzt reinzukommen. Gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber es war schon eine nette Rutschpartie. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen einfährt, macht der Schnee Spaß. Zudem hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, manchmal den Streckenverlauf optisch zu beobachten, denn ja, wenn du beispielsweise auf Schotter fährst, da hast du im Regelfall nebendran ein bisschen Wiese oder so und siehst, oder auf Asphalt, da hast du halt auch ein bisschen nebendran Wiese und da siehst du, okay, da ist mein Weg. Und hier war es teilweise so, dass alles zugeschneit war und dass du plötzlich irgendwo warst und nicht gemerkt hast, wie du da hingekommen bist. Also, das war Sebastian Löb Ready für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht es weiter. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir werden vielleicht schon nächstes Mal in die Jahre 2007 bis 2010 reinkommen und ja, dann dauert es auch nicht mehr lange bis Pikes Peak. Wie gesagt, die Löb Experience, die werden wir noch mitnehmen. Danach werde ich wahrscheinlich Dirt Rally den Vorzug geben, dass wir das dann weiter Let's Playen werden. Ihr könnt ja auch jetzt schon mal in Dirt Rally reinschauen. Es ist definitiv ein super Spiel und ja, für jeden, der Rally auf PS4 haben möchte und nicht auf Dirt Rally warten kann, der soll also dem soll das Spiel ans Herz gelegt werden, Sebastian Löb Rally Evo. Aber wenn ihr euch bis April noch gedulden könnt, dann könnt ihr definitiv auch zu Dirt Rally greifen, was meiner Meinung nach die bessere Wahl wäre. Gut, wir schauen beim nächsten Mal dann entsprechend weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.